Ja, guten Morgen. Oh, ich muss gucken, dass ich meine Stimme anpasse so ein bisschen hier, wie so mit Mikro. Also, guten Morgen auf den Joomla Days. Freut mich, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt und haben wolltet. Ich werde ein bisschen über schreckliche Dinge sprechen, grauenvolle Dinge, die da geschehen. Das nennt sich Recht. Und ja, Websites und Recht, alles unlösbar? Die Antwort ist natürlich nein. Die Frage ist nur, wie viel Aufwand muss man da reinstecken? Ich werde heute, ja eigentlich habe das Vergnügen quasi, also zweifelhafte Vergnügen, dass wir gerade in letzter Zeit doch, also in den letzten 2 Wochen praktisch, mehrere neue Urteile haben und werde mal so ein paar neue Entwicklungen etwas vertiefter beleuchten, die dadurch aufgekommen sind, und dann gucken wir mal weiter zu der Unlösbarkeit. Ja, das ist das, was wir heute machen. Also ich werde mich kurz vorstellen, dann der EuGH-Urteil zum Like-Button, das EuGH-Urteil, nicht der, werden wir betrachten. Das ist eigentlich zum Like-Button uninteressant, hat aber so en passant so, puff, so ordentlich mal was umgeschmissen. Oder zumindest so Punkte gesagt. Dann ganz, ganz neu, erste obergerichtliche Entscheidung zum Kopplungsverbot nach der DSGVO für den Funnel quasi elementar. Und das gucken wir uns mal an. Ja, ups, jetzt bin ich zu weit. Jetzt bin ich weg. Ronald, ja, ich bin, hab mal Jura studiert. Und fand das eigentlich auch ganz spannend und habe mal so ein Weilchen überlegt, ob ich nicht vielleicht Prof werde, aber irgendwie, ach, öffentlicher Dienst und ich, das hat nicht so gematcht. Und habe aber damals tatsächlich als einer der Ersten, da gab es das Thema ganz neu, EDV und Internet, es hieß noch EDV-Recht. Weiß gar nicht, ob heute noch jemand EDV sagt, aber habe ich damals dann unterrichtet. Dann war ich lange mit der EU oder für die EU in verschiedensten Ländern, von denen manche noch nie gehört haben und ich vorher zugegebenermaßen auch nicht, wie bahnbrechendes Moldawien oder Turkmenistan, aber auch Mongolei, Georgien, eins der schönsten Länder der Welt übrigens. Dann bin ich Anwalt geworden und ja, dann wurde die Anwaltskanzlei immer größer und irgendwann habe ich gesagt, ach, man muss mal was anderes machen. Tja, das mache ich jetzt und mache quasi Legal Tech, habe 2 Projekte, Easy Rechtssicher und Easy Contracts, und wir versuchen halt juristische Probleme technisch zu lösen, zusammen mit einem Programmierer basteln wir da die ganze Zeit weiter. So. Das ist der Hintergrund zu mir und jetzt gehen wir ganz kurz zu dem EuGH-Urteil vom 29.07. Ich weiß nicht, inwieweit das sich schon rumgesprochen hat. Die hatten eine Entscheidung über den Like-Button zu fällen. Der EuGH hat eigentlich, wie gesagt, das relativ unspektakulär entschieden. Gucken wir gleich drauf. Aber es finden sich 2 Passagen, wie ich schon gesagt habe, die haben mal rechts und links so ein bisschen ausgetreten, die wesentlich interessanter sind. Und ja, fangen wir mit den Selbstverständlichkeiten an, die entschieden wurden. Verbrauchervereine dürfen Verstöße nach der DSGVO abmahnen. Ja, war jedenfalls zumindest relativ klar. Der Like-Button ist unzulässig, ohne Scharif, das sollte sich eigentlich auch rumgesprochen haben. Also bei Easy Rechtssicher war das schon 2017 so vorgesehen und da war ich auch nicht der Einzige. Also relativ viele sind davon ausgegangen, dass der Like-Button unzulässig ist. Warum ist er unzulässig? Weil in dem Moment, wo der Nutzer auf die Website kommt, schon Daten gesendet werden an Facebook, beziehungsweise so, und jedes Tool, das das macht, egal ob das jetzt der Like-Button ist, aber jedes Tool, das sozusagen ungeschützt den User gleich irgendwie die Daten irgendwo verstreut. Deswegen braucht ihr auch diese ganzen 2-Klick-Lösungen, ne, für Video und so weiter, damit das eben, das eigentlich, ja, glaube ich, relativ bekannt. Nicht so bekannt, obwohl eigentlich auch ein bisschen älter, ist dieses Thema mit der gemeinsamen Verantwortung, das auch echt
Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen fies. Da hat es jetzt gerade, jetzt muss ich überlegen, vorgestern auch noch eine Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht zugegeben, die eben gesagt haben, man kann die Datenschutzbehörden können die abschalten lassen, die Fanpage. Aber fangen wir kurz an. Eigentlich schon entschieden 2018 gibt es schon ein EuGH-Urteil, das das gesagt hat. Und gesagt hat, jeder, der sozusagen an eine Social-Media-Plattform Daten in seinem Interesse sendet, die die Social-Media-Plattform dann auch in ihrem Interesse verarbeitet, ist gemeinsam mit ihr verantwortlich. Das heißt, jede gewerblich genutzte Social-Media-Seite ist mit dieser Social-Media-Seite haftet für den Datenschutz auf dieser Social-Media-Seite. Gemeinsame Verantwortung klingt so, oh, heimelig, schön, ja, aber gemeinsam heißt tatsächlich doppelt, ja, gemeinsam heißt nicht nur Facebook haftet oder Twitter oder LinkedIn oder wer auch immer, sondern auch der die Fanpage hat. Das hat der EuGH jetzt in dem 2019er Urteil ein bisschen klargestellt und hat gesagt, nur für die Daten, über die du sozusagen die sozusagen in deinem Bereich sind, aber das sind auf der Fanpage natürlich alle Leute, die über deine Fanpage kommen, die deinetwegen bei Facebook landen, für die und in diesem Bereich bist du verantwortlich. Und das bedeutet, ihr kennt das, das ist tatsächlich, also ist auch echt, ja, es ist fies, aber es ist eine neue Kategorie eigentlich. Ihr kennt wahrscheinlich die Kategorie des Auftragsverarbeitungsvertrages. Ne? Den kennt ihr alle, den braucht ihr auch wahrscheinlich fast alle. Und der Auftragsverarbeitungsvertrag ist ja so ein Upside-Down-Vertrag. Ja? Da steht einer und der steht über dem anderen. Da ist der Auftragsverarbeiter, der unter dem Auftraggeber steht. Und das Spannende ist, wenn ihr den zum Beispiel abschließt mit Google Analytics, dann ist ja Google euer Lakai. Ja, also der Auftragsverarbeitungsvertrag sorgt dafür, dass Google so eine Puppet an euren Schlingen ist, weil da eben drin steht, Google wird immer artig sein, Google wird eure Daten immer streicheln, Google wird sie aus dem Fenster werfen, wenn ihr denen sagt, sie werfen die aus dem Fenster und so weiter. Ob sie es tun, okay, andere Sache, aber zumindest in dem Vertrag steht das so. Und jetzt gibt es eine Nebeneinandergeschichte auch. Die gibt es zwar in der DSGVO auch schon, die war aber immer eigentlich so für Konzerne gedacht. Ja? Du hast so ein Konzernunternehmen und dann hast du ein anderes und die haben zum Beispiel eine Personalabteilung, machen da die Daten, dann sind die so auf gleicher Ebene. Brauchte eigentlich vorher keinen interessieren, war wirklich nur für... So, jetzt gibt es das aber, diese gemeinsame Verantwortung. Konsequenz ist, ihr steht auf eigener Ebene. Und über diese gemeinsame, also oder nochmal einen Schritt zurück, was heißt diese gemeinsame Verantwortung? Das heißt, ihr müsst alle Datenschutzpflichten erfüllen, die auch Facebook erfüllen muss. Das heißt, theoretisch, ja, ihr kennt das, Informationsanspruch, Löschungsanspruch, all diese Sachen hat man ja nach der DSGVO, findet ihr in den Datenschutzerklärungen, da steht das immer drin, muss drinstehen, wenn es nicht drinsteht, bei euch nachtragen. So, und die, jetzt bringt er mich hier ganz durcheinander, der Fotograf. Alles gut. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ihr braucht, das heißt, ihr müsst eine Vereinbarung haben, wer macht das eigentlich? Und diese Vereinbarung, wer macht das eigentlich, ohne die ist diese gemeinsame Verantwortung nicht wirksam. Welche Social-Media-Plattform, weiß das jemand, bietet eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung an? Also Facebook hat es als erstes gemacht, ist aber nach einhelliger Meinung unwirksam, also ist zu wenig. LinkedIn, ich habe die noch nicht geprüft, hat mir jetzt ganz neu jemand gezeigt, kann sein, dass die geht. Dann wäre LinkedIn tatsächlich die einzige Social-Media-Plattform, die man verwenden kann. Alle anderen, ja, ist im Prinzip, darfst du nicht. So, weil es diese Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung nicht gibt. Und ich habe tatsächlich dieser Beitrag, der da verlinkt ist, da habe ich in meinem unglaublichen Optimismus und den Glauben an das Gute im Menschen und das Gute in Gerichten gesagt, naja, das ist nicht ganz so schlimm, weil
weil die können ja nicht euch in Anspruch, also wenn jetzt ein Datenschutzverstoß von Facebook begangen wird, können die ja nicht, also ich sage jetzt euch, falls ihr auch Social Media, ich habe auch eine, also ich bin auch euch, also kann doch nicht jemand zu uns kommen und sagen, so, auf dich trete ich jetzt drauf, ja, da mache ich jetzt Rechtsfolgen, Bußgelder, ich verbiete dir das und Facebook lasse ich stehen. Also man muss dazu wissen, die DSGVO ist extrem wehrhaft und die ist tatsächlich, das ist wirklich das offensivste Gesetz, das die EU je gemacht hat. Und zwar nicht gegen euch, uns, sondern gegen Facebook. Das heißt, die haben alle Mittel, Facebook zu zwingen. Die können denen wirklich Milliarden Strafen reinknallen. Das macht aber keiner. Ist anstrengend, weiß ich nicht. Würde zu viel Steuern sparen, wenn Facebook auch mal was bezahlt oder so. Ich weiß es nicht. Macht aber keiner. So, und ich habe gesagt, das wäre ja, da gibt es diesen Begriff, Ermessensfehler, man kann doch nicht auf die Kleinen drauftreten und dann die Großen laufen lassen. Hat das Bundesverwaltungsgericht vor 2 Tagen entschieden, doch geht. Also die Datenschutzbehörden dürfen tatsächlich Fanpages abschalten lassen und dürfen die verbieten. Also sie können zu euch kommen und sagen, hier, du hast eine Fanpage, Facebook ist nicht datenschutzkonform, du schaltest die bitte ab. Ja, nicht Facebook macht das besser, sondern du schaltest sie ab. Und du auch und ich auch. Finde ich falsch, aber Bundesverwaltungsgericht ist schon ziemlich hoch. Darüber ist nur noch der Himmel des Verfassungsgerichts und der ist hoch und weit. So, Lösung, ich habe auch noch eine. Also ich gehe jedenfalls das Risiko. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber es ist ein Risiko. So, und es kann immer sein, dass irgendwo mal eine Datenschutzbehörde Havoc läuft und dann anfängt, die zu verfolgen. Das muss man sehen. Aber du kannst zumindest versuchen, wie so oft, kannst du versuchen, möglichst nah ranzukommen. Möglichst nah rankommen geht mit 2 Punkten. Was bedeutet nämlich die Tatsache, dass ihr gemeinsam mit Facebook für die Daten verantwortlich seid? Das bedeutet wieder, das kennt ihr schon von der Website, jetzt werdet ihr sagen, nein, um Gottes Willen, jetzt brauche ich nicht nur einen, jetzt brauche ich 5, aber ist leider so. Ihr braucht einfach auch eine Datenschutzerklärung für die Fanpage. Da sind sich inzwischen eigentlich so ziemlich alle einig. Das heißt, nicht nur die Datenschutzerklärung auf deiner Website, sondern du brauchst auch für jede Social Media Fanpage, die du hast, eine Datenschutzerklärung. Da steht nicht drin, was auf deiner Website geschieht, sondern was auf Facebook, auf Twitter und so weiter geschieht. Bezogen auf deine Daten, also da geht es im Wesentlichen um die Custom Audiences und diese Fragen, wobei die auch nicht alle unbegrenzt zulässig sind, aber das ist noch wieder ein anderes Thema, gehen wir nicht drauf ein. Also Fakt ist, ihr müsst neben eurem Impressum jetzt auch eine Datenschutzerklärung auf Social Media führen. So, das ist so. Ja, du kannst nur versuchen, also ich meine, machen wir uns nichts vor, ich meine, wie genau sind so eine Datenschutzerklärung? Ja, die sind schon auf einem relativen Abstraktionslevel, du kannst versuchen, dem nahe zu kommen, aber nein, du kannst es nicht. Aber da du eh illegal bist, weil du keine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortung hast, also du kannst halt nur den Teil machen, den du machen kannst. Und man muss ganz klar sagen, wenn du das machst, also den Teil machst, den du machen kannst, dann hast du natürlich auch eine, keine Ahnung, Faktor x-fach höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dich nicht trifft. Ja, logisch. Ja, klar, wenn du irgendwie dem Chef des Datenschutzamtes in deiner Stadt irgendwie die Cola übers Hemd gießt oder so, dann mag das mal anders sein, aber normalerweise gehen die natürlich auf die und auch die Abmahner gehen auf die, die leichte Beute sind und nicht die, die relativ nah dran sind. So. Also Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung, also ihr müsst diese beiden, also du musst auch eben deine Datenschutzerklärung auf deiner Website anpassen. Weil vorher unproblematisch zulässig Social Links, ja, ganz viele machen ja nicht den Like-Button, sondern haben einfach nur so ein F und da wirst du dann einfach nur weitergeleitet und kommst auf diese Seite. Aber das ist natürlich jetzt
ein Bringen dieses armen Menschen, ihr schmeißt den jetzt sozusagen in das Haifischbecken Facebook, das so schlimm ist, dass sämtliche Datenschutzbehörden Europas sich nicht trauen, das anzufassen. Okay, die Iren sind zuständig, die haben andere Gründe, warum sie die nicht anfassen, weil die nämlich die Steuern da kassieren. Und, aber das ist ein anderes Thema. So, und, also das müsst ihr, da müsst ihr jetzt auch einen Passus in eurer Datenschutzerklärung haben. Einfachste Lösung, also wir haben einen gebaut und wir haben einen Social Media Generator und der generiert euch die Social Media, sowohl das Impressum als auch die Datenschutzerklärung für Social Media und in unserem Datenschutzgenerator ist auch dieser Passus drin. Zugegebenermaßen haben den aber inzwischen auch andere Anbieter, also ich will nicht sagen, wir sind da die Einzigen, aber ich glaube den Social Media Generator, den hat soweit ich weiß keiner. Das ist insofern schön, weil du bei Social Media brauchst du halt einen Link. Du musst halt am Ende einen Link einbinden. Meist hast du nur einen Link. Die meisten haben dann einen Link aufs Impressum. Also die ganz weit vorne sind, haben einen Link aufs Impressum. Und das ist halt unzureichend. Du brauchst halt einen Link aufs Impressum und die Datenschutzerklärung. Das ist aber auf zwei Seiten. Außerdem die meisten verlinken auf ihre eigene Website auf die Datenschutzerklärung. Das ist aber die falsche, weil die sagt ja nichts darüber, wie du schon gesagt hast, was bei Facebook los ist. So, aber das würde es da geben. Ja, also wer völlig entnervt ist, schaltet Social Media ab. Und wenn ich jetzt hier den Nicht-Online-Unternehmer, sondern den Anwaltshut aufsetze, dann muss ich auch sagen, dürft ihr nicht. So, Punkt. Aber als Online-Unternehmer sage ich, ich darf so vieles nicht. Wichtiges Thema, en passant hat der EuGH gesagt, Cookie Opt-in ist Pflicht, mehr oder weniger, also so in einem Nebensatz, du brauchst ein Cookie Opt-in. Immer wenn du Daten ausliest, brauchst du ein Opt-in. Ich wiederhole jetzt nicht, warum man da zweifeln kann, jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Cookie Opt-in braucht, größer geworden. Und ich würde das aber abgestuft sehen. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, welche, also die Details, ne, cum grano salis heißt mit einem Körnchen Salz und ist so dieses mit Restzweifeln, wobei ich hier sagen muss, das sind nicht Restzweifel, sondern das sind Restzweifel-Salzberge, ja, weil einfach da noch nicht viel entschieden ist. Also der EuGH hat es jetzt mal en passant gesagt, Cookie, also wenn du Cookies ausliest, musst du Opt-in machen. Und das steht auch eigentlich so in der Richtlinie. Ich denke aber schon, es kommt so ein bisschen drauf an, was du für Cookies nutzt. Also ich sag mal, bis zu einem intern gehosteten Matomo, ja, so als, also wenn du jetzt so Belastungs, ne, es gibt ja die notwendigen Cookies und die Warenkorb und so und dass er den wiedererkennt und dann gibt es natürlich dann Analyse, da wird es schon ein bisschen belastender und die richtig fiesen oder die richtig belastenden aus datenschutzrechtlicher Sicht sind natürlich die Werbekookies und sind die Cookies, die Daten überall verteilen, also die eben den Nutzer insbesondere website-übergreifend, also AdWords ausspähen, der Pixel, das sind alles Fälle, wo ihr ja mit Sicherheit eigentlich ein Cookie-Opt-in braucht. Das geht nicht anders. Es kommt immer so ein bisschen aufs, also wie gesagt, bis zum intern gehosteten Motomo würde ich mitgehen und sagen, okay, da kann man es mit dem Opt-out probieren, also Cookie-Banner und dann Opt-out, das würde reichen. Und ich habe auch einige, die das tatsächlich jetzt so gemacht haben und so umsetzen, damit sie den Opt-in-Banner loswerden. Aber danach musst du halt den Opt-in haben. Also ich habe gerade gestern im Mitgliederbereich nochmal lang geschrieben, wie genau man das machen muss, das schaffen wir jetzt nicht, aber würdet ihr da finden. So, nächste spannende Entscheidung, alles gerade gewesen, ist das Kopplungsverbot, das berühmte Kopplungsverbot nach der DSGVO. Ich weiß nicht, inwieweit das bei allen angekommen war oder ist, dass ja diese große Zweifel war, ob man das Freebie anbieten darf. Also darfst du schreiben, bitte abonniere meinen Newsletter und erhalte Werbung zu meinem Angebot und du kriegst mein E-Book oder was auch immer. Ja? Und das OLG Frankfurt hat jetzt also zu entscheiden gehabt,
da war ein Gewinnspiel und der sollte einwilligen in das Gewinnspiel und dafür sollte er Werbung kriegen. Also ein Newsletter oder Werbung, einwilligen Werbung per Telefon auch noch zu erhalten, nicht per Mail, aber die rechtliche Grundlage für Mail und Telefon ist praktisch identisch. Steht im UWG Paragraph 7. Und und da musste er einwilligen, dass er nicht nur von dem, sondern auch von 8 anderen Sponsoren Werbung bekommt. Und als Thema war angegeben Strom und Gas. Und der Teilnehmer hat aber gesagt, ich weiß nicht, wo du meine E-Mail-Adresse her hast, ja, aber nicht meine E-Mail, meine Telefonnummer, Entschuldigung, wo du meine Telefonnummer her gehabt, als du mich bösartigerweise aus der Badewanne geholt hast oder so, ich weiß nicht, wo der war. Wahrscheinlich war es ein Anwalt, solche Fälle sind immer Anwälte, also selbst ich hatte schon einen, der mich irgendwie abgemahnt hat, war auch ein Anwalt, der hatte aber zum Glück Unrecht. Da gibt es halt unterbeschäftigte Anwälte, die darauf warten, dass sie nochmal ein paar Euro machen können. Das ist ein Klassiker. Und dann hat der Anbieter auch noch gesagt, ich kann da nichts für. Das hat die Agentur gemacht. Ich habe gedacht, die können das. So, die waren das. Lass mich in Ruhe. Und das OLG Frankfurt hat eigentlich, ja, wie ich schon... Naja, weiß nicht, ob es einigermaßen überraschend ist. Nicht komplett überraschend, aber nach dem OLG Frankfurt gibt es also kein echtes Kopplungsverbot. Eine Einwilligung wird nicht sozusagen dadurch unfreiwillig, dass jemand, dass der Einwilligende diesen Werbevorteil will, also dass er ein Freebie kriegt. Und deshalb war das erlaubt und nicht abmahnbar. Aber. Ja, ob das jetzt nun, also ich kann hier nicht stehen und sagen, juhu, Freebie, go, ja. Das ist immer noch nur ein OLG Frankfurt und jedes andere OLG, ich weiß gar nicht, wir haben mehr als 16, also mehr als die Bundesländer, weil manche Bundesländer haben auch 2 oder 3. Also jedes OLG kann das anders machen. Das heißt, wenn ihr das benutzt, ist schon fraglich. 7 Absatz 4 DSGVO. Also das OLG Frankfurt hat sie nicht mal zitiert. Ich finde tatsächlich gerade bei Gewinnspielen, ja, und so als Freebie kann man schon mal eher sagen, das ist sogenannte aleatorische Anreize. Aber ja, also im Grundsatz kann man sagen, die Abmahngefahr bei Kopplung ist zumindest im Moment geringer. Also Funnel bauen wieder etwas einfacher geworden. Das Spannende ist, der hat diesen schwierigen Teil mit dem Kopplungsverbot hat er gewonnen, aber also dieser Strom- und Gasanbieter, aber verloren hat er den Prozess trotzdem. Und verloren hat er ihn an der Stelle, die eigentlich längst bekannt sind. Ne? Also es gibt die Voraussetzungen, übrigens jeder Einwilligung, das gilt auch zum Beispiel für das Cookie-Opt-in, für das Einwilligung, eben Werbung zu erhalten und so weiter. Die muss freiwillig sein, freiwillig war noch okay, ja, Kopplung, hat das OLG gesagt, okay, kann man, also ich beim E-Book oder so wäre ich beim OLG auch bei und würde sagen, ja, das ist okay. Informiert, also der muss wissen, was auf ihn zukommt, hat das OLG gesagt, ja, 8 Leute, so, das ist noch überschaubar, also von 8 Trotteln wurde der dann angerufen ständig, ich meine, selbst schuld, wenn er es abgibt, aber ja. Dann haben sie gesagt, konkret, du musst auch eine konkret, also wenn du so eine Website hast und da steht, bitte bestell hier mein Newsletter, das ist schon Death by Hanging. Ne? Also informiert heißt eben auch, der Kunde muss, wenn er einwilligt, wissen, wozu er einwilligt. Und da muss eben zumindest ungefähr so ein Thema stehen. Und hier Strom und Gas, hat das OLG gesagt, reicht. Strenge datenschutzrechtliche Auffassungen waren da auch enger vorher. Aber wie gesagt, das OLG ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber am Ende sind sie gescheitert, nämlich bei der Beweisbarkeit. Auch das ist bekannt, gerade beim Double Opt-in muss eben die IP-Adresse erfasst werden und die Zeit. Und hier konnte die Agentur letztlich das Verfahren nicht mal darlegen. Und das heißt, die Abmahnung ist halt verloren gegangen. Was hier passiert ist, ist relativ klar, ne? Der Strom- und Gasanbieter wird zu seiner Agentur gegangen sein und gesagt, ich habe da gerade bezahlt, gib mal her. So, wird er im Zweifel auch gekriegt haben.
Lösungen. Lösungen gibt es auf jeden Fall. Ich spreche mal von unserer wirklich, wir versuchen es, und wenn ihr mit irgendwas braucht, dann sagt mir Bescheid. Also wir sind da und bauen das dann zur Not. Wir haben halt den Komplettschutz, da gibt es wirklich Generatoren für Impressum, Datenschutz und Social Media. Jetzt auch neu für Widerrufsbelehrung, E-Mail-Signatur, und da kommt auch noch mehr. Wenn ihr Webdesigner oder Agentur seid, also ich würde wirklich gern mit euch sprechen, und zwar gern mit euch sprechen, weil ich lernen will. Also ich will lernen, euch zu verstehen, aber also mir geht es so ein bisschen um den Workflow. Wie kann man das eigentlich in euren Workflow so einbauen, oder wie könnt ihr euch einen Workflow aufbauen, wie ihr diese Probleme löst, sagen wir mal mit zumindest überschaubarem Aufwand und idealerweise auch noch so, dass ihr dafür Geld kriegt. Und das ist in den Diskussionen mit Webdesignern, was ich immer wieder sehe, da wird ganz viel umsonst gemacht, ganz viel ohne Geld, und siehe unsere Agentur eben auch noch mit Haftung. Also sprecht mich gerne an, und wenn ihr es nicht schafft, mich ansprechen, schreibt mir eine Mail und wir reden einfach drüber, unabhängig davon, ob ihr Kunden seid oder werdet, sondern einfach wirklich über diesen Workflow, und wir tauschen uns einfach aus. Du sagst mir, wie du das machst, und ich sag dir, was ich meine, was man vielleicht machen könnte. Das Schöne ist, was wir haben, ist Dank an Guido de Gobbis. Ich weiß nicht, wie viele den kennen, aber tatsächlich Dank an einen Joomla-Entwickler, der auch hier ist, den ich hier auch das erste Mal jetzt gesehen habe. Der hat uns nämlich ein Joomla-Plugin programmiert. Das gibt es auf GitHub, das ist Freeware. Das heißt, ihr könnt mit Easy rechtssicher das über ein Joomla-Plugin einbauen auf die Websites von euren Kunden, auch auf eure eigene natürlich. Und die Konsequenz ist, das ist immer aktuell. Das heißt, wenn ich was auf dem Server, wir werden jetzt diese Woche hoffe oder nächste Woche die Texte auch mal anpassen. Also da wird ein größeres Update kommen. Aber wenn für alle, die das mit dem Plugin einbauen, das geht automatisch durch auf eure Kundenwebsites. Also ihr kriegt dann eine Mail und da steht drin, wir haben was geändert, aber ihr müsst dann nichts tun. Ihr könnt euch dann gleich wieder hinlegen. Also würde schon empfehlen, wir sind noch ein bisschen neu, aber also es funktioniert inzwischen ziemlich gut. Ich habe so 2, 3 aus der Joomla-Community, die am Anfang ein bisschen leiden mussten. Aber die Zeiten sind zum Glück im Wesentlichen vorbei. Aber ich würde vielleicht nochmal auf 2, 3 Websites gucken, ob es geklappt hat. Aber normalerweise, das sollte durchgehen. Also wenn ihr bei Easy rechtssicher wäret, dann wird eben so ein API-Schlüssel generiert, dann kannst du in den Generator gehen. Der Generator hat eben den Vorteil, also du kannst deine Kunden anlegen, ja, ganz normal, und du kannst die auch auswählen. Und diese Einstellungen sind auch immer da. Das heißt, wenn du nach einem Jahr wiederkommst, Kunde Müller, dann siehst du, was sind seine Einstellungen. Und wenn du dann sagst, okay, der benutzt jetzt LinkedIn nicht mehr, dann hakst du es einfach weg, drückst auf Speichern, Thema durch, musst nicht alles nochmal machen. Und dann kannst du die Datenschutzerklärung eben über dieses Plugin, das kannst du auch bei uns runterladen, kannst du auch bei GitHub finden, über dieses Plugin einbauen. Und ich habe gerade mit Guido de Gobbis geredet, die Widerrufsbelehrung wird jetzt auch demnächst dann darüber abrufbar sein, und mittelfristig werden darüber auch AGBs gehen. Also mittelfristig heißt hoffentlich noch dieses Jahr. So. Ja, und dann kannst du halt die Datenschutzerklärung veröffentlichen, und danach ist sie immer aktuell, wenn ich denn nicht schlafe oder auf den Mond geflogen bin oder so, was ich nicht grundsätzlich vorhabe, die Luft ist da schlecht. Und dann ist das sozusagen automatisiert umgesetzt. Beim Social Media Generator ist es so, wir geben auch gehostete Links aus, also auch die wären dann immer aktuell. Das heißt, auch die aktualisieren sich automatisch. Ja, ich habe noch keine gelbe Karte und keine rote Karte. Dann machen wir doch einfach Fragen.
Fragen, Offenheiten, Unklarheiten. Ja. Keine Frage, sondern eine Bitte, wenn jetzt gleich Fragen kommen, die einmal in einem Satz wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme drauf haben. Sonst hat man nur die Antwort. Okay, gut. Genau, das ist der Punkt ist, und das ist in Deutschland relativ leicht zu beantworten, es haftet immer der, der macht. Also so wie es in dem Fall vorher war, es auch die Agentur, ja, die haftet. Ja. Und auch wenn die in ihren Verträgen stehen hat, wir sind keine Anwälte und wir machen sie darauf aufmerksam, dass sie eine anwaltliche Prüfung brauchen und ohne und so weiter und so fort. Selbstgespräch, die haftet. Auf gut Deutsch, ich hafte auch. Also im Ergebnis haftet im Moment noch die Allianz. Insofern ist es eine breite Schulter, aber es gibt ein paar Texte, zum Beispiel Facebook-Pixel. Ich habe einen, weil die Leute ihn wollen, aber es steht bei, dafür hafte ich nicht, weil ich der Meinung bin, Facebook-Pixel kann man nicht rechtlich wirksam ohne Opt-in verwenden. Und also ich habe noch einen Text ohne Opt-in, weil mit Opt-in verwenden bringt halt auch nicht viel, weil die Conversion Rate dann komplett weg ist. Aber da steht dann, aber im Grundsatz, ich hafte. Oder eben Allianz, ja. Ich wollte anknüpfen, gilt das nur, wenn man auch die Erstellung der Rechtstexte in Rechnung stellt? Oder wenn man auch darauf hinweist, dass man mit ihres Tools dann eine Hilfeleistung erbringt und die nicht in Rechnung? Die Frage war, ob man haftet, nur wenn man die rechtlichen Dienstleistungen so, also dieses zur Verfügung stellen der Muster, wenn man das in Rechnung stellt oder nicht. Genau. Und die Antwort ist, auch da haftest du. Also wenn du machst, also das ist so ein bisschen, du bist Webdesigner, also aus juristischer Sicht bist du der Fachmann, ja? Der Kunde ist der Idiot. Und so ist das im Grundsatz angelegt. Das ist auch gut so, weil wenn du nämlich zu deinem Autohaus gehst, dann gilt das nämlich, dass das Autohaus der Fachmann ist und du bist der Idiot. Und das ist auch ganz gut, wenn es darum geht, wie es mit den Bremsen gerade aussieht und so. Dann können die auch nicht sagen, naja, also wir haben dir hier mal ein paar Bremsscheiben hingelegt, aber ob die passen, wissen wir jetzt auch nicht. So, und das geht nicht. Dann dürfen sie nicht hinlegen. Ja, verstehst du? Ja, es kann mal sein, dass du dann Haftungserleichterungen, dass der Kunde ein Mitverschulden kriegt, aber du bist dann im Prinzip, bist du immer im Boot. Deswegen ist es auch, genau deshalb will ich auch mit euch über den Workflow reden, weil man nämlich zum Beispiel ganz was Banales einfach ins Angebot reinschreiben kann, Rechtstexte, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten, also wenn du es überhaupt machst. Die eine andere Variante ist, also die eine Variante, die du immer machen kannst, ist zu sagen, ich mache das gar nicht. Ich fasse das Zeug nicht an, ums Verrecken nicht. Ja? Such dir einen, ich mache das nicht. Das reicht immer noch nicht. Aber wenn du dann bei der Abnahme sagst, hey, du hast immer noch keine Datenschutzerklärung, kein Impressum oder da steht irgendwie ein völlig schwachsinniger Text. Wenn der so in der Nähe ist, das musst du nicht wissen. Ne? Also du bist kein Anwalt, das wird auch kein Jurist verlangen. Aber er wird von dir verlangen, dass du weißt, dass der eine Datenschutzerklärung braucht. Oder vieles andere mehr. Oder eine Anonymized IP und so weiter. Das musst du wissen, dafür bist du Fachmann. Genauso wie das Autohaus eben über die Bremsen Bescheid wissen muss und der Bauarbeiter über die Statik Bescheid wissen muss, damit dir die Bude nicht über den Kopf zusammenstürzt. Ne? So. Ja, also da kann man einfach so ein Angebot, und das Schöne ist, wenn du sowas im Angebot hast, also wenn du es überhaupt anfasst, dann packst du es ins Angebot. Und wenn du es im Angebot hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Kunde sagt, ich buche das, oder der Kunde sagt, ich buche es nicht. Bucht er das, verdienst du wenigstens Geld daran. Bucht er das nicht, dann bist du nämlich raus. Weil wenn er das nicht bucht und du sagst, ich biete dir das an, dann ist es ja raus aus dem Vertrag. Aber jeder Jurist würde sagen, wenn du nur eine Website anbietest, dann sagt jeder Jurist, naja, dann sind auch juristische Inhalte, also sind die mitgeliefert. Wenn jemand sagt, ich biete dir eine Website an, dann muss er die mit Datenschutzerklärung, mit Impressum und so, das muss dann da sein, weil es gehört dazu. Und
Wenn du aber das im Angebot hast und der Kunde wählt das ab oder sagt, das beauftrage ich nicht, dann hat er es eben nicht beauftragt. Und wenn er dann 3 Wochen später kommt und sagt, ich bin abgemahnt worden, dann stehst du da und sagst, hättest du mal beauftragt. Also wie gesagt, immer noch dann auch bei der Abnahme, auch nochmal, es gibt einen Blogpost zur Haftung von Webdesignern, den Link habe ich nicht mit, aber kann ich nochmal rumschicken. Dann habe ich tatsächlich diesen Workflow auch mal, da gibt es sogar Muster für den, könnt ihr runterladen. Ja. Ja, dafür würdest du nicht haften, weil also wenn du dafür würde ich haften mit diesem Dienst, klar, weil ich ja anbiete, das zu aktualisieren, aber du musst sie natürlich nur im Erstellungsmoment richtig abliefern, die müssen nicht. Ich würde sagen, wenn der Kunde sagt, oh, jetzt bin ich abgemahnt worden, der hat mir nicht gesagt, ich brauche einen Abo-Service, halte ich nicht für ausgeschlossen. Also da kann ich mir diverse Gerichte vorstellen, die Daumen runter sagen. Ja, du stößt natürlich immer auf Richter, die, naja, euer Business, also die verstehen schon dieses Internet, ja, und dass das jetzt auch mal angeschalten, also was hat letztens eine getwittert? Die Behörde hätte ihr geschrieben, sie möge bitte die erste Seite ihres Blogs ausdrucken und an die Behörde schicken, damit die Behörde wisse, dass dieser Blog existiert. So, also es kann sein, dass hier und da ein Gericht schon weiter ist, ja, also wahrscheinlich viele, aber du siehst, auf welches Digitalisierungsniveau du treffen kannst. Und immer dieser Punkt, ich bin Fachmann, der andere ist der Idiot, das heißt, sprechen. Aber all das kann man eben, wie gesagt, das kann man mit einem schönen Workflow einfach erledigen. Dann sind die Dinge da drin, das setzt man einmal auf und dann geht das auch sauber durch. Also die Frage ist, wie kriege ich das hin, dass sich das immer aktualisiert und insbesondere, wenn ich viele Webseiten habe, kann ich jetzt sagen, genau dafür haben wir Easy Rechtssicher so gebaut, wie wir es gebaut haben, damit das eben automatisch durchläuft. Das ist dann deine Lösung und ja, es gibt auch andere Anbieter, da musst du halt Copy and Paste machen, aber du musst dich halt, das ist der Punkt. Wenn du jetzt, wie lange bleibst du in der Haftung? Also die Antwort ist erstmal grundsätzlich 2 Jahre ab Abnahme. Ja, danach bist du ja grundsätzlich raus mit der Verjährungsfrist. Aber für die 2 Jahre bist du drin. So, dann ist natürlich noch ein Unterschied, habe ich einen Wartungsvertrag, habe ich keinen. Hast du einen Wartungsvertrag, bleibst du halt länger in der Verantwortung. Nein, Hosting ist nicht zwingend Wartung. Aber wenn du halt einen Wartung und Hosting-Vertrag hast, dann bist du halt nah dran. Auch da ist wieder das gleiche Moment. Schreib es in dein Angebot rein zur Not. Schreib rein rechts, also wenn du es überhaupt machen willst. Ja, wenn du es nicht machen willst, die Lösung ist auch wieder einfach, dann trete den Kunden so lange, bis der am besten irgendwas bestellt. Wenn der was hat und dir sagt, ich habe jetzt bei Jura total einfach, habe ich mir was bestellt, das ist hier, bitte binde das ein. Dann bist du raus. Ja? Dann ist Jura total einfach dran. Oder eben Easy Rechtssicher oder wen auch immer du dir aussuchst. Ja. Also wie ist das, wenn du keinen Zugang hast? Wie willst du das wieder in Ordnung bringen? Naja,
erledigen tut sich das Ganze schon durch einen Hinweis, aber die Frage wäre ja schon, musst du diesen Hinweis geben? Also musst du dem Kunden das überhaupt sagen? Und also so schlimm ist es nicht. Du musst es ihm natürlich sagen, wenn du es ihm vorher nicht gesagt hast. Aber wenn du dir einmal einen Workflow aufsetzt, wo eben insbesondere zum Beispiel bei der Abnahme auch der Kunde nochmal diese Hinweise bekommt, wenn das einfach auf deinem Abnahmeprotokoll draufsteht, ja, ich habe dir eine Datenschutzerklärung gemacht, bitte sorge dafür, dass die aktualisiert wird. Dann brauchst du nicht nochmal sagen, im halben Jahr, oh, da ist jetzt das EuGH und dann liest du im Dreivierteljahr, da ist irgendwie OLG sonst was und das, ja, da bist du ja verrückt. Wenn du es natürlich nicht gemacht hast und du willst innerhalb dieser 2 Jahre deine Haftung loswerden, aber auch da, also zur Not schreibst du denen halt und sagst, liebe Kunden, also das wäre mir das Liebste, liebe Kunden, ihr habt das noch nicht und bitte bucht doch bei Easy Rechtssicher, gibt es übrigens sogar noch Affiliate-Provision für. Und dann ist der Kunde raus. Ja? Also, aber ihr habt immer nur die eine Wahl, entweder fasst ihr es gar nicht an oder eben und sorgt dafür, dass es woanders ist oder eben weist darauf hin, dass er es braucht. Oder ihr macht es mit und dann im Idealfall auch, und jetzt haben wir auch schon ganz viel zum Workflow gesagt, im Idealfall eben so, dass der Kunde einen Wartungsvertrag hat und das dann auch eben da drin steht, Rechtstext. Und dann kosten die halt, keine Ahnung, 10 Euro im Monat und ihr zahlt halt 2 dafür zum Beispiel. So, und dann verdient ihr wenigstens daran. Und wenn eine Haftung kommt, könnt ihr euch umdrehen, so wie unser Strom- und Gasanbieter zur Agentur, ja, und sagen, hier, wo ihr natürlich nicht rauskommt, ist, wenn ihr Mist baut. Ja, also wenn ihr Google Analytics auf der Seite analysiert habt und klickt es nicht an, ja, dann hängt ihr halt selbst. Aber ja, es ist jetzt kein Hexenwerk, die richtigen Klicks zu machen, eigentlich. Also ich habe die rote Karte bekommen, also letzte Frage, wenn eine Webseite, die hat gar keine Datenschutzerklärung drauf. Ne? Wenn sie gar keine Datenschutzerklärung drauf hat, solltest du auf jeden Fall bei der Abnahme sagen, lieber Kunde, diese Website, die habe ich jetzt fertig geliefert, aber die ist nicht komplett, da fehlt die Datenschutzerklärung, besorg die, du darfst die nicht online gehen lassen. Wenn der Kunde dann klickt, bist du raus. Ja, also musst ihm nicht die Hand auch noch ins Glück führen. Ja? Aber du musst es sagen. So, du musst halt sagen, genauso wie das Autohaus sagen muss, oh, diese Bremsen würde ich lieber nicht verwenden oder ich habe gesehen, sie haben da irgendwie einen neuen Auspuff installiert, der passt aber nicht und deswegen wird ihr Motor explodieren oder und so weiter. Also diese ganzen, aber wenn du das machst, also dann reicht das. Ach so, ne, nach einer Abmahnung, also erstmal kostet die Abmahnung Geld, du wirst halt aufgefordert die Frage war, was passiert bei einer Abmahnung, du wirst halt aufgefordert, das zu unterlassen, das kostet Geld, das kannst du akzeptieren oder nicht, akzeptierst du es nicht, geht es zum Prozess, ach ja, da können die, wenn es ein Datenschutzverstoß ist, kann die Datenschutzbehörde ein Bußgeld erteilen, theoretisch eben auch Sachen verbieten, also da kann schon ein bisschen was zusammenkommen. Jein, es gibt bestimmte Verstöße, da kann nur die Datenschutzbehörde gegen vorgehen. Abmahnen kann grundsätzlich jeder Konkurrent. Bei Datenschutzverstößen kann sogar jeder, der auf die Seite kommt. Ich hatte letztens den Fall, da hat einer geschrieben, lieber Seitenbetreiber, ich bin auf deine Seite gekommen im vollen und tiefen Vertrauen, dass meine IP-Adresse nicht an Google gesendet wird. Und ich habe gesehen, du hast Google Analytics ohne die Anonymize-IP. Ich bin so enttäuscht von dir, dass ich jetzt eine Unterlassungserklärung will. Ja, es geht, weil es ein Datenschutzverstoß ist. Ja, also da gibt's eine breite Palette von Punkten. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen noch sprechen können und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Nach diesem schrecklichen Input wird euch wahrscheinlich Besseres erwarten in Zukunft.